Hallo, wir haben heute die Ehre, aus dem Fotowettbewerb Mein Nationalpark von insgesamt über 300 eingesendeten Fotos die 16 besten zu prämieren und dann in der Folge hier im Eisenmannhaus bis zum Ende des Jahres auszustellen. Okay. Also das Bild ist auf dem Rachensee aufgenommen worden und für mich macht einfach der Nationalpark Bayerischer Wald aus, dass man sich einfach einmal ein bisschen schinden muss, aber dafür halt mit einer ganz tollen Aussicht dann belohnt wird. Also das ist mein Bild vom Lindberger Schachten. Das habe ich gemacht auf einer Wanderung von Buchenau zum Poletnik und da haben wir gerade ein kleines Päuschen gemacht unter diesem Ahorn da. Und genau, dann habe ich einfach dieses Bild gemacht und mir selber gefallen einfach die ganzen verschiedenen Farben, die Herbststimmung sehr gut an dem Bild und dass man im Hintergrund den Rachel noch sieht. Ja, das ist das Bild, mit dem ich hier gewonnen habe, da freue ich mich sehr. Es war mal ein nebliger, regnieriger Tag und wir haben es trotzdem aufgemacht Richtung Höllbach-Gespräng auf den Falkenstein. Und was mir besonders gut gefällt an dem Bild ist, dass wir hier wirklich das Leben und das Vergehen, aber auch das Neuentstehen im Nationalpark sieht.